Ja, dann würde ich sagen, lass mal einfach mal starten, oder? Ja. Ihr seid auf Aufnahme? Wir sind auf Aufnahme. Prima. Legen los. Warum weiter dann? Wir kommen ja, einfach mal auf. Ja. Schönen guten Abend. Abend. Ja, erstmal einen schönen Gruß von Oliver. Der ist gerade eben nach Hause gefahren vor ungefähr einer Stunde und wir haben den ganzen Tag weiter an den Fotokarten gearbeitet. Oliver hat mich ein bisschen dazu getreten, dass ich diese eine letzte Option in den SD-RAM-Controller einbaue, die da heißt Burst-Abbruch. Ich weiß nicht, wer von euch auf A1K mitgelesen hat. Ich habe da heute auch schon die eine oder andere Statusmeldung gebracht. Aber diese eine Optimierung, die ich in dem SD-RAM-Controller dieser Turbokarten noch machen wollte, die ist jetzt gelungen. Das heißt, wir haben tatsächlich so das eine letzte Prozent oder sind sogar etwas über 1,5%, die wir da an Geschwindigkeit noch rausgeholt haben. Das ist jetzt soweit fertig. Jetzt können wir das SD-RAM-Interface als perfekt bezeichnen. Sehr viel schneller geht es nicht mehr. Also ich glaube überhaupt nicht, dass es noch schneller geht. Und der Oliver ist jetzt nach Hause gefahren mit den aktuellen Prototypen im Gepäck und er arbeitet jetzt weiter an dem ACA-Tune-Tool, mit dem dann solche Sachen wie Rekick und bestimmte Speicherkonfigurationen möglich sind. Und ja, morgen fahre ich dann in die Produktion runter. Wir fangen an, die Maschinen einzurichten und zu programmieren und am Montag wird bestückt. Das heißt, wir sind einigermaßen im Zeitplan, damit die Turbokarten unter dem Weihnachtsbaum liegen können. Ja, prima. Das ist schön. Prima, prima. Ja, gibt es hier zu der ganzen Geschichte irgendwie Fragen oder so? Zu den Turbokarten? Hat wohl noch einer eine bestellt hier? Bestellt noch nicht, aber ich ziehe es in Erwägung. Ja, okay. Du musst hier noch einen überzeugen. Ja, ich glaube, das mit der Überzeugung geht am besten, wenn ich gleich noch ein AIBW-Modul online stelle. Wie wäre es damit? Ja, das ist gut. Ja, okay. Seid ihr gerade irgendwie... Ja, natürlich, ihr seid online, sonst könnten wir nicht miteinander reden. Aber A1K-mäßig, wenn ihr da mitliest, dann würde ich sagen, groß Licht ist da. Könnt ihr das auf jeden Fall schon mal angucken. Und ja, ansonsten halte ich Turbokarten eigentlich nicht für so wahnsinnig spannend. Okay. Und bitte stellt keine Fragen bezüglich SCSI. Aber der Preis bleibt noch der angepeilt wurde in A1K. Forum. Also die Frage, war auch eine Frage, ob der Preis der angekündigte bleibt. Ja, der bleibt. Die 99 Euro für die Einsteigerkarte für den Amiga 1200, das halten wir auf jeden Fall. Die hat einen 68 EC030 Prozessor, einen 25 MHz Prozessor, der auf 28 MHz übertaktet wird, 64 MB Speicher und wer von euch ein bisschen was über den 68000er weiß, der weiß natürlich, dass ein EC030 keine MMU hat. Aber trotzdem kann man auf der Karte das Kickstart-ROM in den Speicher kopieren, in den schnellen Speicher und hat dadurch einen sehr, sehr hohen Performance-Gewinn. Das heißt, wir haben eine Map-ROM-Funktion in der Hardware, die ganz ohne MMU funktioniert. Diese Map-ROM-Funktion funktioniert nicht nur für 512K Kickstarts, sondern auch für 1 Megabyte Kickstarts. Ihr seid auf Aufnahmen, ne? Das heißt, ich muss jetzt aufpassen, was ich sage. Ja! Naja, also es soll ja 1 Megabyte große Kickstarts geben und die haben wir dann auch mal gerekickt auf dem Amiga 600 und auch die funktionieren. Und das Ganze funktioniert auch richtig zügig mittlerweile. Das heißt, wenn man dieses ACA-Tune-Tool als allererstes Tool in die Startup-Sequence einbindet, dann hat man die Möglichkeit, eben ein neues Kickstart zu laden. Man kann die Speicherkonfiguration anpassen, halt so wie man es braucht. Also wenn man zum Beispiel irgendwie ein Spiel starten möchte, das unbedingt Speicher bei 10.0 haben möchte, also dort, wo der Amiga 500 seine Fastmap-Erweiterung hat, dann kann man das auch auf dem Amiga 600 realisieren mit dieser Turbokarte. Und diese ganzen Einstellungen, das macht man halt einmal, speichert das in der Config-Datei ab und das ACA-Tune-Tool überprüft dann bei jedem Start, ist die Konfiguration richtig und wenn sie nicht richtig ist, dann wird sie eben angepasst. Mhm. Also sprich, es wird das Kickstart geladen, der Rechner wird neu gestartet und so weiter. Nur durch den Neustart, und das passiert eben ziemlich zügig.
wesentlich schneller als dieser komische Setpatch, was da bei OS 3.5 und OS 3.9 dabei war. Okay. Ich hätte da mal noch eine Frage. Und zwar, du hattest gesagt, dass du die Einsteigerkarten für 99 Euro anbietest. Was soll da noch kommen? Oder was gibt es da außerdem noch? Die Frage, die hier gestellt wurde, ist Einsteigerkarten für 99 Euro, aber was kommt noch? Also was gibt es noch an Erweiterungen bzw. an Verbesserungen, an verbesserten Karten? Schneller. Also auf der gleichen Hardware, sprich gleiche Platine, gleiche Logik, aber schnellere CPU, können wir auch eine 56 MHz Variante anbieten. Das ist allerdings insofern schwierig, also der Speichercontroller funktioniert, die Karte ist rasend schnell, sie ist auf jeden Fall wesentlich schneller als jede Blizzard 1230. Und das Problem, das wir allerdings haben, ist, dass wir die CPUs nicht zu einem ordentlichen Preis kriegen. Die CPUs, die wir hier haben, die haben richtig Asche gekostet. Und dadurch, dass natürlich auch die Stückzahl ein ganzes Stück kleiner ist, haben wir da dann das Problem, dass die Karte exorbitant teuer aussieht mit 199 Euro. Und deswegen, also es gibt eine schnellere Karte, aber ich halte die selbst für nahezu prohibitiv teuer. Das heißt, wer denn tatsächlich die Performance haben will, wer eine Anwendung hat, die über WHD-Lot hinausgeht, der kann sie kaufen. Ansonsten, auch wenn ich jetzt gegen meine eigene Tasche rede, Leute, kauft die 99-Euro-Karte. Das ist das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Wann kann ich sie kaufen? Wann konkret werden die Dinger jetzt lieferbar sein? Vor Ende des Monats. Oh, des Monats November. Ja, natürlich. 2010. Ja, 2010, genau. Ja, ich weiß natürlich, dass es gerade im Amiga-Bereich schon häufiger Ankündigungen gegeben hat, die nicht gehalten worden sind. So auch von mir, also sprich die Amiga 600 Turbo-Karte, die ich im Sommer 2006 hatte ich die angekündigt. Das heißt, ich bin jetzt irgendwie 4,5 Jahre zu spät. Könnt ihr mir verzeihen? Nein. Ich höre hier Nein und ich höre Ja. Jetzt meine Meinung, genau. Okay. Ich hätte es für diese Aber gut, die Dinger kommen jetzt und wir hatten halt, also 2006 ist diese Umstellung gewesen, im Sommer 2006 sind die Gesetze bezüglich bleifrei, also rostkonform, in Kraft getreten. Da haben wir große Mengen Material wirklich entsorgt. Da haben wir wirklich viele Kilos, also nicht ganz eine Tonne, entsorgen lassen. Und da sind eben auch die SIM-Sockel dabei gewesen, weil ich davon überzeugt war, naja, ein SIM-Sockel, das kann man immer noch nachkaufen. Und das ist allerdings nicht der Fall. Es gibt keine rostkonformen SIM-Sockel und deswegen hat sich das so lange hingezogen und so mit der Zeit habe ich dann irgendwann auch die Hoffnung aufgegeben, bis ich dann eben jetzt ein ganz neues RAM-Interface gemacht habe für Speicher, den man überhaupt noch kaufen kann. Und da habe ich ja bei A1K schon geschrieben, dass die SD-RAMs, die auf der 1200er Karte eingesetzt werden, was ganz Besonderes sind. Die gibt es nämlich erst seit Sommer dieses Jahres. Also SD-RAM ist ja eigentlich ein alter Hut, das ist schon über 10 Jahre alt. Aber in der Geschwindigkeit, wie wir den Speicher da drauf haben, gibt es den erst seit wenigen Monaten. Das ist ein Zwei. Oh, na klar. Ein Weg ist er noch. Ich bin nach unten gedrückt. Ich erzähle euch schon mal alles im Moment. Ja, das hätte ich gerne noch zu mir erzählt. Telefon. Sie sind offline gegangen. Ach, ja. 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 Vielleicht sind es auch gar nicht wir, vielleicht sind es ja die Gegenstände. Ja, weiß man ja nicht. Oh, Windows 7, ne, oder was? Ja. Naja, das ist gerade im Kopf und Kragen, wenn er hat vergessen zu sagen, ich muss weiter. Ja. Ja. Jens? Hallo?
Nö, nee, sonst wäre er unten, glaube ich. Irgendwie zeigt er aber hier jetzt eine Verbindung. Halt aus, und wir finden. Ja. Wir sehen ein Bild, aber. Telefon. So, ich glaube, ich höre euch jetzt wieder. Ah! Wir haben die Zahlen gehört, wie man wahrscheinlich unschwer herstellen konnte. Ist einer aus WLAN-Kabel getreten? Ja, ja, so eine Art, ja. Du hattest erzählt, mit dem SD-Speicher-Interface. Das ist ja, genau, das bis wohin hat der ja, genau, bis dahin so. Die Megahertz-Zahl fehlte noch vom SD-RAM. Also, dass das SD-RAM da jetzt ganz neu lieferbar ist und eben besonders schnell ist. Okay, also es gibt, es ist ein 200 Megahertz-Typ, der auf der Karte zwar nur mit 56 Megahertz getaktet wird, aber wir können dadurch, dass die Speicher besonders schnell sind, können wir die Speicherzyklen in sehr, sehr kurzer Abfolge fahren, wie sie kein anderer Speicher zuvor geschafft hat. Und das ist der Grund, warum wir eben auch hier und da noch ein wirklich Byte States abschneiden konnten und warum insgesamt die Karte wesentlich schneller ist als jede 68030 Turbo-Karte zuvor. Wir haben, glaube ich, jetzt die 42 Megabyte pro Sekunde Schreibperformance geknackt und bei der 25 Megahertz Karte für den Amiga 600 haben wir jetzt auch die 6 MIPS geknackt, gerade heute. 6,02 MIPS auf einer 25 MHz Karte. Ich glaube, das kann sich sehen lassen, oder? Ja, absolut. Ich hätte da mal noch eine Frage zu der teuren Karte. Ist da ein vollwertiger Prozessor drauf oder ist da auch ein EC drauf? Wie hieß die Karte? Die teurere Karte. Ist auf der teureren Karte auch ein EC-Prozessor drauf oder ein vollwertiger? Auf den, also die EC-Prozessoren werden nur auf den billigen Karten, auf den 99-Euro-Karten verbaut und die Karte für den Amiga 600, die kostet 159 Euro, die hat einen richtigen EC, hat keinen EC, sondern einen vollwertigen 6830 und die Karte mit 56 MHz für den Amiga 1200, die hat auch einen vollwertigen Prozessor, also auch mit MMU. Das war zu teuer. Also für eine Blizzard 1230 4 zahlt zu Hause viel. Also hier wird gerade gesagt, für eine Blizzard 1230 4 bezahlt man wohl gebraucht einen ähnlichen Kurs. Also von daher wird jetzt hier der Preis nicht unbedingt als zu teuer empfunden. Okay, ich persönlich jetzt teuer gefunden, aber naja, egal. Also einen großen Unterschied zu sämtlichen anderen Turbo-Karten gibt es noch, und zwar habe ich auf die FPU verzichtet. Das hat zwei Gründe. Zum einen kenne ich persönlich keine Anwendung, die heutzutage wirklich noch sinnvoll ist und eine FPU braucht, also sprich, wer den Raytracing macht, der sollte am besten irgendwie einen Emulator fahren, weil er das wesentlich schneller. Und ansonsten kenne ich keine Anwendung, aber die Karten, die Quatsch, nicht Karten, Entschuldigung, langsam konzentrieren. wenn ich eben mit dem Speicherinterface so schnell fahren möchte, dann komme ich auf der Karte an gewisse Grenzen. Das heißt, ich muss mit diesen Datensignalen ganz besonders schnell von Chip zu Chip wandern. Und wenn ich auf diesem Datenbus, wo eben nicht nur die CPU und der Speicher, sondern dann eben auch noch die FPU mit drauf wäre, wenn ich da tatsächlich eine FPU mit drauf habe, dann ist die Last pro Pin zu groß. Das heißt, insgesamt würde mein Speicherinterface wieder langsamer werden. Ich will sagen, ich gewinne dadurch, dass ich die FPU weglasse, ganz gewaltig an Geschwindigkeit. Das ist eine Sache, die ich schon mal auf A1K erklärt habe. Ich bin mir nicht sicher, ob es jeder verstanden hat. Das ist vor allem auch eine sehr, sehr technische Begründung. Das ist so eine Sache, die ja, ziemlich, ziemlich tief in die Hardware eingreift. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt auch nicht so das Bild im Kopf, wie ich das erklären könnte. Vielleicht könnte man es versuchen zu erklären mit einem Zwiegespräch, also sprich, wenn sich zwei Leute gegenüber sitzen,
die können praktisch beliebig schnell miteinander reden, die können sogar durcheinander reden, die verstehen sich immer noch einigermaßen. Wenn allerdings ein Sprecher vor einer Gruppe von Leuten steht, dann ist es absolut notwendig, dass er deutlich spricht, dass er laut spricht, dass er ein bisschen langsamer spricht als normal, damit alle das mithören. Und wenn ich auf dem Bus jetzt die FPU mit drauf habe, dann erzeugt die halt eine Last, die man vielleicht vergleichen könnte mit einem Rauschen, sodass dann die CPU das nur verstehen würde, wenn man etwas langsamer zu Werke geht auf dem Speicherinterface. Also sprich, die Karte hat keine FPU. Wer eine FPU braucht, der sollte zu einer anderen Karte greifen. Okay. Kommst du noch Fragen? Noch Fragen? Ja, mal Themenschwenk. Dieses Jahr noch das Chameleon 64 erhältlich? Hier kommt noch eine Frage zum Chameleon 64. Noch dieses Jahr erhältlich? Noch dieses Jahr erhältlich, auf jeden Fall. Wir haben bereits die Bestückung der Rückseiten dieser Platinen abgeschlossen. Das heißt, wir sind jetzt, also 50% der Bestückung ist abgeschlossen, müssen jetzt noch unser Werkzeug bauen, damit diese Platinen wieder in die Maschine eingespannt werden können, damit dann eben die andere Seite bestückt werden kann. Und dieser Werkzeugbau, das wird außerhalb der Bestückung gemacht. Also das machen wir hier. Da wird eben ein Bauteil, eine Schablone ausgefräst, damit die Platine dann plan aufliegen kann mit den Bauteilen nach unten. Und dann kann die andere Seite bestückt werden. Das ist halt auch so eine Sache, die es einigermaßen teuer macht. Ich glaube, ich habe schon in diversen Forenbeiträgen gesagt, dass es eines der teuersten Produkte ist, die ich je gemacht habe, weil eben so viele Bauteile auf so kleinem Raum sind. Wir sind insgesamt an diesem Projekt jetzt schon über 4,5 Jahre dran, aber das Warten hat sich gelohnt, Leute. Es ist noch vor Weihnachten da. Okay. Gibt es da schon einen Preis? Ja, der Preis steht schon fest. Das Ding kostet 199 Euro. Der Kabelbaum ist mitgeliefert, das Gehäuse ist mitgeliefert. Und wer den tatsächlich so früh bestellt, der muss allerdings ein bisschen Schmerzen abkönnen. Denn es werden am Anfang nicht alle Optionen funktionieren. Also wir planen eine ganze Menge, aber wir wissen natürlich auch, dass bei einem Projekt dieser Komplexität am Anfang noch der eine oder andere Bug drin sein wird. Das heißt, wer erwartet, dass er ein Teil kauft, was er sofort fehlerfrei benutzen kann, der sollte vielleicht noch ein bisschen warten. Und wer ganz besonders scharf darauf ist, auch mal ein paar üble Bugs zu sehen, der kann uns sofort bestellen. Beziehen sich die Bugs auf Hardware-Bugs oder da ist ja auch eine Firmware drauf? Ja, natürlich. Also es gibt auf gar keinen Fall auf Hardware-Bugs. Wir reden hier schon von der insgesamt 5. Hardware-Revision, die hauptsächlich darauf ausgelegt ist, damit eben der Kunde, ohne dass das Gerät zurückgeschickt werden muss, alle Updates selber machen kann. Das heißt, entweder kann ein Update über USB eingespielt werden, dafür braucht man entweder Windows oder Linux, oder es kann das Update über eine SD-Karte eingespielt werden, dafür braucht man dann nur einen Internetzugang, um sich eben die Update-Dateien herunterzuladen, auf eine SD-Karte zu kopieren und dann in das Chameleon reinstecken. Auf Chameleon sind nicht nur 32 MB Speicher, sondern eben auch 16 MB Flash. Und diese 16 MB Flash enthalten eben auch die Firmware inklusive dem FPGA-Core. Ich habe ja schon vor einigen Jahren, als wir den C1 gerade auf den Markt gebracht hatten und als das Clone-A-Projekt gerade begonnen hat, habe ich ja schon gesagt, ich versuche sämtliche Hardware, die ich in Zukunft so baue, den möglichst rekonfigurierbar zu bauen. Und das Chameleon ist eines dieser Produkte, was vollständig rekonfigurierbar ist. Das heißt, sollten wir tatsächlich einen Fehler finden in dem C64-Core oder in der 1541-Emulation oder sollte es irgendeinen Monitor geben, der das Bild so nicht darstellen kann, dann können wir Update-Dateien übers Internet verschicken und von fern das Hardware-Verhalten von Chameleon verändern. Also sprich, genau wie beim Cat diesen MK4, wo wir ja auch zwischendurch mal das ein oder andere Hardware-Update in den Treibern mitverwaltet haben, können wir das in Chameleon genauso. Weitere Fragen?
Wird es noch eine 60er Turbokarte geben? Hast also du auch noch eine 060er Turbokarte? Ich nehme zwei. Also hier werden schon vier Bestellungen aufgegeben. Ohne Preis zu kennen, ohne die Speichergeschwindigkeit? Völlig egal. Wer den kauft, der kauft sich auch eine 060er. eBay ist eine Hure und einfach zu teuer. Ja, aber gerade weil eBay so teuer ist, könnte man ja meinen, die Karten sind es wert. Meiner Meinung nach ist es allerdings nicht so. Also da müsste man schon eine ganze Menge Hirnschmalz reinstecken, wenn man das mit heutigen Mitteln vernünftig schnell und vernünftig aktienordentlichen Kurs machen kann. Dann sehe ich im Moment ehrlich gesagt nicht so die Möglichkeit, die CPUs für einen vernünftigen Preis aufzutreiben. Das hat da ja auf A1K auch schon ein paar Diskussionen gegeben, dass ein paar Leute halt sagen, hey, ganz toll, ich habe die CPU letztlich für 37 Euro gekriegt und ich persönlich finde einfach, dass eine CPU, die die Rechenleistung eines durchschnittlichen Pentium hat, einfach keine 37 Euro wert ist. Und deswegen, ich habe da so einen inneren Widerstand, den ich wahrscheinlich in absehbarer Zeit nicht überwinde. Also rechnet nicht mit neuen Turbokarten in der Richtung. Weil ich denke, dass wir Stückzahlen nur erreichen, wenn der Preis einigermaßen niedrig ist und ich sehe im Moment keine Möglichkeit, wirklich preiswerte 60er-Karten zu bauen. Ja, schade, dass du nicht hier bist. Ich glaube, wir würden dich überzeugen. Sind das eigentlich neue oder recycelte CPUs, die auf den Turbokarten zum Einsatz kommen? Auf den Turbokarten kommen durchweg recycelte CPUs zum Einsatz, sonst könnten wir die Preise überhaupt nicht halten. Okay. Also ihr könnt ja mal einfach späßchenhalber, zum Beispiel auf digikey.com ist das, glaube ich. Also bei DigiKey zum Beispiel kann man online Preise nachgucken. Einfach mal so just for entertainment. Ich glaube, da werden irgendwas über 100 Dollar für eine 6830 CPU verlangt. Und bei mir gibt es da eine ganze Turbokarte für. Und da ist immerhin, da ist zum Beispiel auch ein Amiga 1200 CPU-Slotstecker bei, der mit deutlich über 10 Euro in den Büchern steht. Ja, okay. Ist denn nur angedacht, für andere Amigas eine Karte mal rauszubringen? Wird es auch noch für andere Amiga-Modelle von deiner Seite eine neue Turbokarte geben? Es ist gut möglich, dass ich da mit Vesalia zusammen was mache. Der Herr Döns hatte mich eben darauf aufmerksam gemacht, dass er eben die ganzen Kunden immer wieder mal am Telefon hat, die für den Amiga 500 was haben möchten. Das klingt irgendwie danach, als ob es in letzter Zeit immer wieder mal Leute gibt, die ihren 500er vom Speicher oder aus dem Keller holen und versuchen, den wieder in Gang zu kriegen und die dann eben eine Turbokarte haben möchten. Also für den 500er ist es gut möglich, dass ich da noch was mache. Dann halt zusammen mit Vesalia. Also die Frage war hier eigentlich in Richtung 2000er gewünscht. Wenn ich das Design für einen 500er mache, dann ist der Weg zum 2000er nicht groß. Also da gehe ich schon von aus, dass wir da vielleicht sogar eine Kombikarte machen können. Also dass man sie zum einen in den 86-Podium-Slot stecken kann und zum anderen irgendwie entweder an den 500er dran oder innen drin auf die 68.000er CPU drauf. Wie genau das machen, kann ich noch nicht sagen, weil Vesalia hat auch noch CPUs da liegen, die er gerne verbauen möchte. Da sind wir uns noch nicht ganz einig, wie wir das dann nachher abrechnen und welche Stückzahlen dann laufen sollen, welche Geschwindigkeiten das sein sollen, weil die CPUs, die werden ziemlich gnadenlos übertaktet, wenn ich das so mache, wie Papa Löst das machen möchte. Und ich habe da noch ein bisschen Bauchschmerzen. Also ich müsste dann selber noch ein paar Messungen durchführen. Ich weiß, dass Motorola hin und wieder mal CPUs mit 16 MHz bedruckt hat, obwohl eine 40 MHz Maske drin ist. Aber bevor ich das blind glaube, würde ich das gerne selbst messen. Man kann das ausmessen, aber das ist halt Aufwand. Nochmal Thema 060er. Wie viel würde ungefähr eine 060er Karte für einen 1200er kosten? Wenn er sie nochmal neu bauen würde. Ja. Wenn ich sie nochmal neu bauen würde, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich habe es noch nicht genau durchgerechnet, was ich überhaupt an Logik brauchen würde. Dann weiß ich auch nicht, ob ich denn tatsächlich diese Geschwindigkeiten, die da gefördert werden, erreichen kann,
Denn da wird ja immer wieder mal gesagt, na, diese aktuellste Maske, da steht zwar 50 MHz drauf, aber die läuft bis 100 MHz und dann überlege ich mir natürlich auch, okay, 100 MHz muss ich debuggen können. Das heißt, ich komme mit meinem Messequipment hier gar nicht hin, müsste also neues Messequipment kaufen. Dieses neue Messequipment müsste komplett mit diesen neuen Karten finanziert werden, weil ich das für nichts anderes gebrauchen kann. Und das ist Teil dieser ganzen, dieses ganzen Komplexes, der mich noch sehr effektiv davon abhält, mich an eine neue Turbokarte zu machen. Naja, selbst wenn der 60er bis 80 MHz hat, würde es ja auch schon reichen. Also, hier wäre auch schon welche mit einem 80 MHz nur 60er. Wie gesagt, Wie weit kann denn dein Messequipment arbeiten? Es ist ein 200 Megasamples Mixed Signal Scope von Agilent und damit kann man zuverlässig, also wirklich vernünftig, Signale bis zu einer Auflösung von 5 Nanosekunden vielleicht anschauen. Wenn ich mir allerdings, wenn ich versuche, einen SD-RAM-Controller, der bei 80 MHz läuft, zu debuggen, dann möchte ich die Signale in einer Auflösung von 2 Nanosekunden oder besser sehen. Und wie gesagt, da fehlt mir das Equipment für und ich, wirklich, Leute, versucht's nicht. Nein, ihr könnt mich heute nicht überzeugen. Ja, wie gesagt, Glück für dich, dass du nicht da bist. Okay. Du meinst, ich würde so lange aufgeknüpft, bis ich ja sage? Ja, aber hallo. Ja. Wir haben genug Bier da. Genug Druckmittel hier. Okay. Noch Fragen? Ja, welche anderen neuen Produkte? Ja, hast du noch irgendwie so ein bisschen was aus dem Nähkästchen, woran du gerade arbeitest, so Ideen oder so? Klonarm. Visionen? Ich meine, ihr wisst, dass Indivision MK2, also für den Indivision AGA MK2 in Arbeit ist. Mhm. Der Unterschied zwischen der MK1 zur MK2. Wo war der Unterschied zur MK1 und zur MK2? Das dachte ich, hätte schon die Runde gemacht, aber gut. Die MK2 ist erstmal ein Stückchen kleiner. Das heißt, sie passt nicht nur in den Amiga 1200, sondern auch in den Amiga 4000 Tower. Das ist ja bisher die einzige AGA-Maschine, die ich mit den Indivision Flickr-Fixern nicht abdecken konnte, weil da eben so das eine oder andere Bauteil im Weg gewesen ist. Die 1200er-Version hat halt so gerade eben nicht gepasst und die neue Version wird also ein gutes Stück kleiner, damit sie eben auch in den 4000 Tower passt. Und technisch wird das Ganze nicht auf SD-RAM, sondern auf Double Data Rate RAM basieren. Das hat hauptsächlich interne Gründe. Also wir brauchen ein paar mehr Pins am FPGA, die andere Dinge tun und deswegen mussten wir am Speicherinterface ein bisschen schneiden und da kommt das Double Data Rate Speicherinterface gerade richtig. Der Grund, warum wir die Pins für was anderes brauchen, ist, dass wir auf der Ausgangsseite was Neues gemacht haben und zwar geben wir da nicht nur das Bild für normale VGA-Monitore aus, sondern wir haben auch einen DVI-Ausgang. So, scheint aber gar nicht so neu zu sein. Ich höre da gar kein Raunen durch den Raum gehen. Meist haben wir VGA-Monitore. So, und also dieser DVI-Konverter, der braucht halt ein paar Pins mehr und das ist also der Trade-off, den wir da gemacht haben. Insgesamt wird das Speicherinterface ein bisschen schneller, damit wir auch die Performance, also damit wir auch die Pixelraten hinkriegen, die man auf DVI, auf dem Single-Link-DVI überhaupt hinkriegen kann. Der Konverter kann bis zu 165 MHz Pixel-Clock, das werden wir nicht ganz schaffen, aber so ziemlich alles darunter. Wo wird der Preis liegen? Wo wird das den Preis nicht liegen? Das steht jetzt schon fest bei 149 Euro. Erscheinungstermin? Termin? Nein, leider noch keinen Termin. Wahrscheinlich klappt es nicht mehr bis Weihnachten, dafür ist einfach zu viel in der Pipeline, aber es wird sehr früh 2011. Okay. Ich hätte noch mal eine Frage zu dem Chameleon. Dieses Chameleon kann man standalone betreiben, habe ich letztens irgendwo gelesen.
Ist das, inwiefern ist das richtig? Also das hat mich ein bisschen überrascht. Das ist richtig, dass man Standalone betreiben kann. Im Standalone-Modus kriegt das Chameleon den Strom über einen USB-Anschluss. Das heißt, man kann so ein ganz simples USB-Ladegerät als Netzteil, als Stromquelle benutzen. Und dann hast du über den Kabelbaum, der mitgeliefert ist, einen Anschluss für eine PS2-Tastatur und eine PS2-Maus. Und kannst damit, hast damit eigentlich einen vollständigen Computer. Du hast einen Massenspeicher dran, du hast einen Monitor dran, Eingabegeräte und gib ihm. Ja. Und was kann man da machen? Welches OS wäre da drauf? Ja, bitte. Commodore Basic V2? Ja, das war jetzt die Frage. Hätte ja auch Jiffy doch sein können oder sonst was, ne? Ja gut, das Jiffy-Bus packst du dir dann halt mit in das Flash rein. Also das Kernel ist austauschbar. Okay. Aber das können wir nicht mitliefern. Das Jiffy-Bus ist ja, das kannst du ja, muss ja auch kaufen. Ne? Ja, also, das ist ich glaube, Jim Brain bietet das auf seiner Webseite an. Ja, genau. Ja. Ja, okay. Noch weitere Fragen? Okay, dann. Gibt keine weiteren Fragen mehr. Ich danke dir vielmals, Jens, dass du das mal einrichten konntest. Ja, kein Problem. Hat ja super geklappt. Schade, dass ich selber nicht da sein kann. Aber wie gesagt, ich habe halt die Bestückung dann morgen und heute haben wir auch nochmal sehr sinnvoll an den Turbokarten gearbeitet. Also die Zeit war schon ganz wertvoll hier. Alles klar. Dann nächstes Jahr wieder, ne? Ich hoffe. Alles klar. Ja, ich denke, hast du noch einen Applaus verdient. Jo. Ja. Und euch natürlich allen viel Spaß noch. Jo, danke. Tschüss. Danke. Tschüss. Wann kommt die nächste? Machen wir Pause oder kommt gleich die nächste?